wenn irgendwas passiert sein sollte, dann habt ihr das gesehen. Ansonsten habe ich jetzt mal geschnitten, nicht wahr? Ja, was habe ich vorhin gesagt? Das ist Met oder vielleicht Met. Spricht man das vielleicht eher richtiger aus? Honigwein. So, oder schauen wir mal auf die unsere Karte erstmal. Da muss ich mal hinterher fahren. Da haben wir das gebaut. Hier haben wir die Treppe. Wir können die Treppe natürlich auch noch ein bisschen weiter. Ah ja. Aber es gibt tatsächlich Monster. Okay. Jetzt habe ich mal eins gesehen. Hoffentlich keine Krieger, die jetzt hier alles in die Luft sprengen. Habt ihr Monster gesehen? Ja, es waren Monster da. Skelette. Ich hoffe, ihr seid alle okay. Ich muss gleich mal gucken. Hier mache ich mal zu. So. Gleich mal gucken, ob ihr noch so viele Leute seid oder ob die Monster ein paar von euch auf dem Gewissen haben. Nein, es sind noch 20. Gibt allerdings keine Kinder mehr. Was möchtest du denn haben? Cobblestone. Ja, dann Dschungelwood. Gold, ja, das hätte ich auch gern. Und Goldornament sogar noch. Maya Carving. Ja, sowas habe ich alles nicht. Ach so, da kriege ich eine bessere Reputation, wenn ich kein Geld dafür haben will. Na, das können wir doch mal machen. Habe ich jetzt nichts mehr, das war der letzte, okay. Brot und, ja, das möchte ich gern selber haben, Freunde. Das brauche ich selber. So. So, was unterhaltet ihr euch denn hier gerade so? Also, ich verstehe nicht alles. Wo ist denn Land? Der Himmel ist heiß. Wie behandeln dich die Geister? Wie geht's deiner Familie? Also alles Smalltalk hier. Ich muss sagen, das ist eine unserer wenigen spaßigen Aktivitäten, die ist, ja. Aber er hat seinen Ball verloren. Das ist schlecht. Okay, dann unterhaltet euch mal weiter. Ich muss jetzt noch mal Steinwerkzeug bauen. Falls ich denn noch Stein habe. Sonst muss ich das bei euch zurückkaufen. Advent war unten, glaube ich, nicht wahr? Oh, ich habe gar keinen Stein mehr. Ey. Das ist jetzt aber nicht so gut. Habe ich euch alles verkauft und habe selber nichts mehr außer Kies und sowas. So, Nami-Sitz, Karotten, Chili Pepper, Potato. Ich muss irgendwie mein Beet schützen vor diesen Ratten. Oder ich muss eine Maus. Gibt's Mäuse hier? Was ist das? Das ist auch ein Schaf, ein Schwein, schwarzes Schwein. Ja, da muss ich mir doch wieder glatt. Ich glaube, hier ist irgendwie ein Bug drin, ein Grafikbug, es zittert ab und an. Ich brauche was? Ja doch, ich habe Geld. Und zwar muss ich denn doch mal Cobblestone. Falls ihr hier
Eisen hättet. Nein, habt ihr nicht. So, okay. Mal so ein bisschen kommen, dass ich mir wieder Werkzeuge machen kann. Ich könnte das ja auch hier machen, wenn ich denn, ja, habe ich noch. So, wunderbar, dann machen wir jetzt mal dann hier auf dem Brett. Ja, das geht ja hier nicht mit Kurbel. Das hatten wir ja irgendwann schon mal gelernt. Jetzt habe ich es wieder verlernt. Ich musste den Kurbel erstmal einschmelzen. Oder ich hätte mir gleich bei denen den richtigen Stein kaufen sollen, falls sie den haben. Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, das waren jetzt 7. Noch ein. Das geht ja hier nur mit gekochtem Stein. Okay, dann können wir ja mal in der Zwischenzeit ein bisschen uns mal angucken. Solange das kocht. Was da hinten in dem Häuschen drin ist. In dem anderen Häuschen. Also in dem da, nicht in dem, sondern in dem. Ob da irgendein Monster drin ist, werden wir dann überhaupt einen Eingang finden. Da ist gar kein Eingang. Ja, was ist denn das? Okay, ein Haus ohne Eingang. Doch, da unten ist der Eingang. Das ist aber blöd, da komme ich gar nicht wieder hoch. Da komme ich gar nicht wieder hoch, da muss ich mir so eine Dirt-Treppe hinbauen. So, dann schauen wir mal, was hier so ist. Huhuhu. Der Ofen brennt. Crafting Box, hier gibt's was zu essen. Okay. Schmeckt sogar. Jetzt nehmen wir mal das Schwert in die Hand. Nein, hier ist niemand. Da sind nur die Schweine, die durch die Fenster gucken. Wir haben hier ein Bett. Wir haben eine Truhe. In der Truhe sind aber schöne Sachen drin. Okay, nehmen wir mal alles mit, wenn wir alles reinkriegen hier. Wir kriegen alles rein. Ein goldenes Schwert. Gut, es ist ein wenig. Ich kann mir aber hier Protection 1, Unbreaking 1 und das ist Protection 2, Unbreaking 1 gefärbt. Gefärbt, dann mache ich doch mal hier. Dann ziehe ich das doch mal an, die Hose. So, haben wir schon mal was hier. Was ist das? Statistics? Okay. Das ist schon mal fein. Also, ist doch nicht so gefährlich hier mit den Häusern. So, was gibt es hier unten? Das hört sich ja echt fies an, dieses Hallen. Obwohl das nur der Typ ist, der daneben. Hey, wie weit geht denn das hier runter? Ich
Hier sind wir. Hier sind wir unten drunter, da müssen wir aber aufpassen. Hier ist also so eine Art Mineshaft, hier könnte man reinfallen. Okay. Lassen wir das mal ausgeleuchtet. So, dann gehen wir wieder raus. Wir haben 18 Uhr. Uiuiui, ich muss mich ins Bett legen. Das kann ich natürlich auch hier machen. Hier ist ja ein Bett. Wo war es denn jetzt? Oben. So, was ist das? Ein Blumentopf. Gut. Das Haus ist hier hübsch. Das ist schön. Könnte natürlich auch sagen, ich eine Fliege, ich dachte jetzt, die wäre in Minecraft irgendwo, aber sie ist hier im wirklichen Leben. Ja, man könnte natürlich hier auch echt noch so ein Ausweichquartier bauen, dass das mein zweiter Wohnsitz wird. Jetzt gucken wir mal auf die Karte. Huch, wie sich die Karte verändert hat. So, das ist dieses komische Häuschen. Hier wird fleißig gebaut. Hier wird fleißig gebaut. Ja, macht mal alles so weiter. Tempel, Farmerträder und das ist der Laden. Schamane, Chicken-Produkte. Großer Brunnen, Axmann, Stonmine, Stonmine, Grove, Sakrif, Altar, Irrigation, Zisterne, ein Häuschen, ein Maya-Häuschen, ein Schrein, Kakaobohnen. Okay. Aber wir kriegen das hier schon hin, dass wir das, ne, das wird ja immer weniger hier. Dieses Dunkle, und dann können sie also theoretisch bis da draußen hin bauen. Und ihr könnt natürlich auch hier bauen, ihr könnt hier ganz in meiner Nachbarschaft bauen. So, hier ist der Weg abgerissen. Abgeschnitten. Ja, hier sind noch so ein paar Wege. Aber diese Ecke ist schön. Die ist schön. So, wenn ihr dann hier noch baut vielleicht. So, was sind die gelben Jugendliche? Bleib doch mal stehen, das ist der Lumberman. Ein Weibchen, hätte ich beinahe gesagt. So, was haben wir hier noch? Ein Hunter Trader und ein Farmer Trader, die sind also da. Und vielleicht verkaufen sie mir ja was. Mal sehen, was sie im Angebot haben. Hunter Trader und Farmer Trader. Also Händler. Für Jagd und für Farmen. So, das machen wir mal auf die gleiche Höhe hier. Mal sehen, wie das ausschaut, wenn es denn fertig ist. Oder mache ich das hier weg? Dann können wir das auch einfacher einebnen. So, was hast du denn hier? Rolling Stall, was verkaufst du mir denn? Mais, Chicken, Eier, Maser und Wah. Was ist denn das für Zeus, Maser und was sind das irgendwelche Spezialitäten aus dem Maya-Bereich? Ja, was ist, bist du für einer? Du bist der Farmer. Was verkaufst du denn hier? Oh ja, ist ja alles schön. 25 Dinare. Ein Bogen, aber für 7 Aurum und 60 Dinare. So, das heißt,
nicht Tage, sondern Dinare. Und Augen, das sind diese Golddinger, ne? So, was ist das? Zwei Augen, 32 Dinare. Und was verkaufst du mir? Ein Grunzen. Na gut, dann wollen wir mal schauen. Also hier war Wasserversorgung. Oder was auch immer. Hier wohnt Herr Hohenkamer. So, wo baut ihr jetzt? Da habt ihr ein schönes Häuschen gebaut. Zweistöckig sogar. Darf ich mir das mal angucken? Oder bist du noch nicht fertig? Du bist noch nicht ganz fertig, ne? Da ist Tamai und Hunhau. Hanau. Kommt man bei euch auch oben als erster Stock? Nein, ist gar kein erster Stock da. Sieht nur so aus. Wer ist hier Land? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe kein Land. Aber ich gucke jetzt mal hier. Wie sieht das hier unten aus? Wow, das ist eine Tür. Also wenn du durch die falsche Tür rausgehst, dann so, das wird also alles hier zugekoppelt hier. Gut, dann schauen wir mal, was jetzt hier mit meinen Dingenskirchen ist. Es ist alles gebraten. So, meine ich habe 61 Dinare und Argent, ja, die Silberstücke. Okay, gibt es denn eigentlich auch bei 60 Silberstücken Gold oder was? Wäre ja mal nicht schlecht. Was steht denn hier so drin? Das muss ich mir doch mal angucken. Da steht was. Architects Note. Aha. So, das sind also Dungeons drin. Eisen, Iron Bars, Chests, Mobs, Bonus 82, TNT 54. Also alles ist da unten irgendwo drin. Aber da werden wir natürlich erstmal ein bisschen Abstand halten. So, was habe ich denn jetzt da bekommen aus dem Häuschen? Das war ein Unbreakable 3. Was macht das hier? Das macht 1,6 Schaden. Das macht auch 1,6. Das macht auch 1,6. Broken. Ja. Aber wir können uns jetzt ja unsere Dinger craften. Ja. Wo sind sie denn hier? Und dann die Kobelstane. Das ist echt anders als beim Minecraft normal, beim normalen Minecraft. Jetzt machen wir uns dann noch hier die Dinger und dann haben wir es. Das Essen schmeiße ich mal oben rein. Gekochten Fisch haben wir sogar jetzt. So, dann tue ich mal das hier unten rein. Das wird ja wohl nicht gefressen. Dann nehmen wir die Steinaxt und das hier. Pickaxe und dann werden wir da mal abgraben. 15:30. Dann machen wir da mal weiter. Dann könnt ihr nämlich... Hui. Was ist denn das geworden da? Mit Türmchen. Habt ihr aber schön gebaut. Gleich mal aus der Nähe angucken. Eieiei. So, mit Türmchen. Ist das ein Altar oder was? Ich glaube, ne?
Die Geister beschützen mich, das ist gut. Und da oben ist auch ein... Das sind Bienen. Mal sehen, ob ich die ohne Probleme... Oder ob die mich stechen, das könnte natürlich sein. So, ja, sagen tue ich jetzt im Moment nicht viel, wenn mir kein Thema einfällt. Deswegen werde ich einfach jetzt mal hier auf Zeitraffer schalten, oder? Falls nichts passiert, mache ich mal Zeitraffer. Das heißt noch nicht, es ist ja gleich Nacht. Aber wenn ich dann gleich weitermache am Tage... Nach dem Schlafen, dann machen wir da mal Zeitraffer. So, da haben wir die erste Schippe schon wieder. Das geht aber flott natürlich hier bei denen, das ist klar. Hier können wir auch Treppen dann ringsherum machen um das ganze Ding.